So, und wie versprochen, sind wir auf Nessos und widmen uns dem nächsten Teil unserer Mission. Einer meiner Verborgenen hat einen Verstrickungsgeist ausfindig gemacht. Diese Klasse der Wächsgeister sollte die nötige Prozessorleistung liefern. Sehr gut. Wir werden uns ein Hirn schnappen. Ja, sehr gut, das finde ich auch. Gehirne sammeln ist immer gut. Ich finde, das hat Frankenstein damals schon bewiesen, dass das eine gute Idee ist. Deswegen machen wir das natürlich auch weiter, oder? Also, da spricht ja gar nichts gegen. Ich finde, ja, ich bin für Gehirne sammeln. Gehirne sammeln ist toll. Nein, die Kabalausgrabung wollen wir nicht machen. Wir wollen unsere Mission erledigen. Denn das ist viel wichtiger als alle anderen Sachen. So, wir rasen mal über den Planetoiden Nessus. Oh mein Gott. Und verteidigen uns mal ganz schnell, bevor es hier ganz böse schief geht. So. Ob die was zu verbergen haben? Da hinten sollen wir hin. Oh. Ich mag diese Granate. Die reißt so schöne Löcher. So. Kannst du stehen, wie du willst. Ich habe eh mehr Power als du. Ja, schön wäre jetzt gewesen, hätte ich noch eine Granate bereit gehabt. Beim Reinspringen. Da habe ich nicht drüber nachgedacht, ne? So, geh weg. Geh du auch weg? Nee, alle weg. Tschüss. Nee, ich brauche nicht. Nö, dich auch nicht. Die finde ich auch doof. Tschüss. Das finde ich gut. Also, wenn ihr Gegner seid, die mir so eine blauen Sachen da lassen oder lila, ne? Dann finde ich euch wieder, Diese gut. Wächs sind aus einem bestimmten Grund hier umhergewandert. Sehen wir uns weiter um. Ja, weiter umsehen, als würde die gucken können. Ich glaube, können Geister gucken? Oder können die nur scannen? Ich habe keine Ahnung. Warum drücke ich denn jetzt die Map? Das Wir wollte sind ich auf gar dem nicht. richtigen Weg. Wir sind Geheimagenten. Ich bin den falschen Weg gelaufen, weil ich so geheim bin, dass ich sogar die Nichtwege gehen kann. Ja. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Gegner? Ja, ich wusste doch, dass ihr um die Ecke kommt. Das war so klar. Als wenn man mich hier einfach alleine durchgehen lässt. Sieht cool aus hier. Waren wir hier schon mal? Ich weiß, wir waren auf Nessos unterwegs, aber waren wir in dieser exakten Höhle schon mal? Ich glaube nicht, oder? Gar nicht so schlecht, was hier passiert. Hallo? Geht's noch? Also echt. Einfach so angreifen. Ich habe doch fast gar nichts getan. Ich bin fast ganz lieb gewesen. Oh, das sind zwei. Huch. Du. Ist ja auch gar nicht gefährlich, was ich hier mache, ne? Ah, ein Quantum Goblin und ein normaler Goblin und bäm. Einfach mal mit der Hand weggeklatscht. Ihr könnt mich ja auch den Klatschmann nennen. Und jetzt klatsche ich mich mal durch den Spalt. Geheimagenten-Action. Space James Bond. Vorhin war ich noch Indiana Jones. Jetzt bin ich schon James Bond. Ist das ein Aufstieg oder ein Abstieg? Ich habe keine Das Ahnung. ist unser Wächs. Schnapp ihn dir. Nö, ich will den nicht. Tschüss.
Nein, Quatsch, ich hole ihn mir natürlich. Ich war nur überrascht, dass er da plötzlich stand. Aber erstmal ganz einen kleinen Scheiß hier aus dem Weg räumen. Oh. Mann, ey. So. Ich dachte, da wäre ein Gegner, aber das war nur ein rotes Licht an der Wand. Ach, da sind auch noch welche. Ein paar Schüsse habe ich ja noch. Und weiter geht's. So, den habe ich auch erledigt. Die hat doch vorhin noch von unserem Geist geredet. Ich habe ihn ja auch gesehen, ne? Wo ist der denn jetzt schon wieder hin? Sowas Nerviges, echt. Dann taucht der Gegner auf, den wir brauchen, und dann verschwindet er einfach. Mach ich doch auch nicht. Na gut, ehrlich gesagt, ich bin vorhin verschwunden, nachdem ich den gesehen habe. Das war auch nicht so schlau. Ach so, da war er. Ausweichen. Alter. Ach so, er ist wieder weg. Gut. Also immer weiter in den Berg hinein, bis wir ihn haben und er uns nicht mehr flüchten kann. Obwohl, er kann sich teleportieren. Wahrscheinlich könnte er sich theoretisch auch irgendwo raus teleportieren. Ja, toll. Immer dieses Nachgelade. Ich will eine unendliche Munitionswaffe haben. Alter. Wie kann er mich hier treffen? Es ist so ein scheiß Stein davor. Mann. Da denkt man, man kann sich irgendwie verstecken. Gar nichts los. Ja, toll. Ich sehe noch nicht mal was, wenn ich den angreifen will. Ach, Gott, verdammt. Gut, dann halt Nahkampf. Geht doch. Wunderbar, das ist unser Prozessor. Ich muss ihn nur noch mit dem Vex-Netzwerk verbinden. Kriegen wir hin. Bleib nicht weit vom Brunnen der Echos. Richtig, die Konfluxe sollten dort funktionieren. Jo. Ich zeige euch mal, wie gut die funktionieren. So. Ja, da bin ich immer noch richtig. Spannende Musik setzt ein, die Wirrnis. So, jetzt bin ich Rambo anstatt Indiana Jones oder James Bond. Die Rolle liegt mir am besten. So. So. Warlocks sind natürlich nicht wirklich für den Nahkampf geeignet. Aber was soll's. Okay, da kämpfen sie schon wieder gegenseitig. Was ist da? Ich habe keine Ahnung. Ich habe gerade auf der Minimap so einen riesengroßen roten Punkt gesehen. Der hat mich mega irritiert. Ich muss da hinten hin, richtig? Kann ich da nicht einfach... Wenn die noch am Kämpfen sind... dran vorbei. Das hat tatsächlich geklappt. Ha!
Oh, zu früh gefreut. Ich hau trotzdem ab. So. Das hätte auch ganz anders ausgehen können. Ich finde es sehr cool, dass das geklappt hat, so wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, alles klar. Ich laufe dann mal durchs Portal, wenn das niemanden stört. Danke. Huiuiui. Bring mich zum Konflux und ich stöpsele den Prozessor ein. Bin dabei. Ich möchte jetzt auch unbedingt diesen blöden Panoptos wegmachen. Oh yeah. Jump and run. Action. Jetzt verschwindet's wieder, alles klar. Und dann taucht es wieder auf. Wie komme ich denn... Erstmal mal dich weg. Dann kann ich in Ruhe nachdenken. Wie komme ich denn darüber? Braucht diese Plattform... Ich habe keine Ahnung. Komme ich von hier ran? Kann mir das mal einer erklären? Ich habe keine Ahnung. Ach so. Ah, okay. Es ist eine neue Plattform aufgetaucht. Das muss man auch erstmal rausfinden. Ah, geht doch. Okay, irgendwas Mieses, Großes taucht auf. Naja, es war nichts Mieses, Großes, sondern viele kleine, viele. Böse, doofe Dinger. Oh, natürlich. Natürlich, meine Hassgegner von diesen blöden Wächsdingern. Alter. Schnell. Oh, Triumph ange... Was? Ich habe keine Ahnung, was für ein Triumph. Warum? Wieso? Egal. Gewonnen. Ich hoffe, hiermit funktioniert es. Boah. Jo. Einen Kurzschluss. Ich habe Bildmaterial, aber keine Koordinaten. Ich weiß nicht mehr weiter. Wir haben all unsere Gedanken an eine Bedrohung verschwendet. Was, wenn die Antworten in der Vergangenheit liegen? Wenn ihr den Code findet, der Panoptes erschaffen hat, könnt ihr den Immerforst gegen die Vex einsetzen. Okay. Ja, wir reisen zu dem Moment zurück, an dem Panoptes entstand. Spulen die Zeit vor und benutzen diese Daten, um in der Gegenwart herauszufinden, wo er sich befindet. Oh, das ist gut, Ikora. Das ist Osiris-mäßig gut. Oh ja, ich denke auch.